Hallo, liebe Kinder und alle Zuhörer. Ich freue mich, dass wir heute wieder eine Sonntagsschule haben. Es ist ja so, ihr habt vielleicht mich schon mal gesehen, aber ihr wisst vielleicht nicht, wie ich heißen tue. Das verrate ich euch jetzt. Mein Name ist nämlich Alfred und ich wohne in Pforzheim. So, und heute haben wir einen ganz besonderen Tag. Wir haben heute Muttertag. Und die Mamas, deine Mama und auch meine Mama, die feiern zweimal im Jahr einen besonderen Tag. Einmal den Geburtstag und einmal Muttertag. Und sag mal, hat deine Mama das verdient, dass sie Muttertag feiert, so richtig schön wie den Geburtstag auch? Ich denke schon, gell? Also meine Mama hat es verdient und deine Mama mit Sicherheit auch. Denn unsere Mamas, die machen doch so viel für uns, oder? Also, wie ist es bei dir, wenn du Hunger hast? Dann gehst du zur Mama und die Mama hat irgendwie immer etwas zu essen. Manchmal hat sie was ganz Leckeres und manchmal hat sie etwas, wo einem nicht so gut schmeckt. Aber wir brauchen nie hungern, gell? Die Mama sorgt sich immer dafür. Oder was passiert, wenn du deinen Kleiderschrank aufmachst? Da sind Kleider drin, die sind alle sauber. Die sind gewaschen und die sind gebügelt. Das macht alles die Mama. Und die macht uns für uns so viel. Und die Mama erzählt uns ja auch viel von Jesus und betet mit uns. Von daher, unsere Mama, die haben das mit Sicherheit verdient, dass wir Muttertag feiern. Gell? Und bevor ich euch jetzt Geschichten erzähle, ich habe nämlich 5 Geschichten für euch vorbereitet, 5 kleine Geschichten von unterschiedlichen Mamas. Und bevor wir das, bevor ich das euch erzählen tue, tun wir zuerst beten, weil es ist ganz wichtig, dass der Heiland diese Sonntagsschule segnen tut, dass wir das verstehen, was für eine Geschichte das ist, dass wir das auch im Alltag, wenn ihr jetzt wieder am Montag dann wieder die ganz normale Alltag beginnt, ihr vielleicht in die Schule müsst oder Kindergarten, dass ihr dann immer noch euch erinnert, oh, in der Sonntagsschule habe ich das und das gehört. Und damit das auch so klappt, müssen wir bitten, dass Jesus uns segnet. Und das wollen wir jetzt machen. Ja? Dann tut mal die Hände falten, eure Augen schließen. Und ihr dürft dann mitbeten. Herr im Himmel, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass wir diesen Muttertag heute haben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so wunderbar zu uns bist, dass du uns so gute Mütter schenkst, Herr, dass auch sie uns lehren, was in der Bibel steht, dass sie uns von dir erzählen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auch so reich uns beschenkt hast. Herr, aber danke auch, dass du alle so wunderbar eingerichtet hast, dass es Familien gibt, Eltern, Kindern, dass alles doch so schön ist, Herr. Und ich bin dir dankbar auch für diese Sonntagsschule jetzt, Herr, dass du uns diese Möglichkeit gibst, dass wir das auch online alles anschauen können, Herr. Und so könntest du bitte auch jetzt mit uns sein, uns auch jetzt segnen, auch das, was gesagt wird, das, was gehört wird, Herr, dass es doch alles verstanden wird, Herr, und gib auch da jetzt deinen Segen, sei du mitten unter uns, Herr, und ich bitte dich ganz besonders, segne du die Mütter heute und vergelte ihnen all das, was sie für uns tun und wie sie sich um uns bemühen und all die Arbeit, die sie mit uns haben, Herr. Vergelte du ihnen es und segne du sie heute ganz besonders. Herr, ich bin dir dankbar, dass wir dich jetzt bitten dürfen, jetzt mitten unter uns zu sein und dass wir wissen und hoffen dürfen, dass du es tun wirst. Hab Dank für alles. Amen. Und so wie wir es gewöhnt sind, werden wir das auch so machen, auch in der Sonntagsschule, dass wir zusammen ein Lied singen, bevor wir diese Geschichten hören. Das Lied, vielleicht kennt ihr das, das heißt Mutti, liebe Mutti. Mutti, liebe
Mutti, ich habe dich gern. Du lehrst mich zu lieben, Jesus, dem Herrn. Und vor dem Schlafen kommst du zu mir, mit mir zu beten, ich danke dir. Mutti, liebe Mutti, ich habe dich gern. Du lehrst mich zu lieben, Jesus, den Herrn. Wenn ich mal Angst hab und traurig bin, dann weiß ich, dass ich darf zu dir hin. Mutti, liebe Mutti, ich habe dich gern. Du lehrst mich zu lieben, Jesus, den Herrn. Jesus, für Mutti danke ich dir. Ja, sie soll immer bleiben bei mir. Mutti, liebe Mutti, ich habe dich gern. Du lehrst mich zu lieben, Jesus, den Herrn. Ich möchte euch heute erstmal von vier Müttern erzählen von der Bibel. Als erstes von der Mama von Mose, dann von der Mama von Samuel, dann von einer Mama, wo ich nicht weiß, wie sie heißt, weil in der Bibel steht nur, dass sie in Kanaan geboren ist. Mehr weiß man nicht. Und ich will euch von einer ganz besonderen Mama erzählen, nämlich die Mama von Jesus. Nun, wie ihr wisst, die Geschichte von Josef habt ihr bestimmt schon gehört. Und Josef, der wurde ja von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Und dort hatte er Schweres durchgemacht. Und irgendwann hat Gott es so geführt, dass er der zweitgrößte Mann in Ägypten geworden ist. Und dann kam eine Hungersnot und die ganze Familie von Josef ist dann von Kanaan, ist dann nach Ägypten gezogen. Die haben dann dort gewohnt und so haben sie die Hungersnot gut überlebt. Die Israeliten, das nennt man die Familie von Josef, die haben sich angefangen, dann dort zu vermehren in Ägypten. Vermehren heißt, Josef und seine Brüder, die haben Kinder bekommen, die Kinder sind groß geworden, die haben geheiratet, dann haben sie wieder Kinder bekommen. Und so ging das immer weiter und dann ist das irgendwann ein großes Volk geworden. Josef ist dann irgendwann gestorben und dann kam ein anderer Pharao dran und der hat vergessen, was Josef alles Gutes den Ägyptern gemacht hat. Und er hat aber nur gesehen, dass die Israeliten, dass die so groß, so viele geworden sind und die Ägypter dagegen, die waren nicht so viele. Dann hat er ein bisschen Angst gehabt, hat er gedacht, wenn die jetzt so groß werden, dann können die vielleicht ihn und die Ägypter aus dem Land vertreiben. Dann müssen die irgendwo anders stehen vielleicht. Dann hat er gesagt, nee, die Israeliten, die dürfen sich nicht mehr vermehren. Und hat was ganz Schlimmes befohlen. Der hat nämlich gesagt, dass alle kleinen Jungs umgebracht werden sollen. Und in dieser Zeit, wo der Pharao das gesagt hat, in dieser Zeit hat die Mama von Mose gelebt und sie hat ein Baby bekommen, einen kleinen Jungen, das war Mose gewesen. Und die Mama, die wollte nicht, dass Mose umgebracht wird. Die hat versucht, ihn zu verstecken. Und als Mose noch klein war, da hat er nicht so eine kräftige Stimme gehabt, dann hat man das gut verstecken können. Und wenn er dann geweint hat, hat man dann vielleicht so mit Decken zugemacht, hat man das nicht so gehört. Aber dann wurde Mose immer größer und seine Stimme, das wurde immer kräftiger. Und wenn er dann mal Hunger hatte oder ihm was wehgetan hat, dann hat er auch ordentlich brüllen können. Vielleicht hast du so ein kleines Brüderchen oder kleine Schwesterchen oder eine Cousine vielleicht. Und dann weißt du bestimmt, wenn die mal schreien, das kann sehr laut sein. Und wenn dann die Soldaten an dem Haus
von Mose vorbeigelaufen wären und Mose dann geschrien hätten, dann hätten die Soldaten ja das gehört. Und sie hätten dann das Kind gesucht, was geschrien hat, und hätten dann Mose gefunden und dann hätten sie ihn mitgenommen. Und das wollte die Mama nicht. Und darum hat sie genommen, so ein kleines Körbchen gebastelt aus Schilfrohr, hat es abgedichtet, so dass kein Wasser reinkommt, hat Mose da reingelegt und ist mit Mose und mit diesem Korb gegangen zum Fluss. Dort hat sie genommen und den Mose, diesen Korb, hat sie einfach in den Fluss, in so einem Schilfrohr, so, das sind so, so wie große Gräser, könnt ihr euch vorstellen, so hohes Gras, dort hat sie den Mose versteckt und ist weggelaufen. Und wenn wir uns überlegen, warum hat die Mama sowas gemacht? Ganz alleine, ein kleines Baby, dort in den Fluss gelassen. Sie hat es nur gemacht, weil sie gesehen hat, eine Gefahr für Mose. Und sie wollte Mose schützen. Schaut mal, wenn deine Mama eine Gefahr für dich sieht, dann macht sie manchmal Sachen, wo du nicht ganz verstehst. Vielleicht ärgert es dich ein bisschen. Guck mal, vielleicht möchtest du mal so richtig viele Süßigkeiten essen. Vor kurzem war ja Ostern und vielleicht hast du ganz viel Süßigkeiten bekommen, Schokolade und so. Und dann hast du vielleicht gewollt so richtig viel Süßigkeiten essen. Sich satt essen mit Schokolade und Bonbons. Und die Mama hat dann bestimmt gesagt, nee, das geht so nicht. Ein bisschen nur und nächsten Tag wieder ein bisschen nur und den Tag drauf wieder ein bisschen nur. Nicht alles auf einmal. Vielleicht hast du dich auch geärgert und hast gesagt, oh, warum verbietet es die Mama? Aber sie hat eine Gefahr gesehen. Weil wenn du auf einmal ganz viel Süßigkeiten essen tust, dann kriegst du Bauchschmerzen. Und vielleicht, es kann sogar sein, dass du krank wirst und man dann ins Krankenhaus fahren will. Und das möchte deine Mama nicht. Und weil sie das sieht und merkt, dass wenn du jetzt zu viel isst, dass du dann, dass es deinem Körper nicht gut tut, darum verbietet es dir. Also deine Mama sieht eine Gefahr und deshalb sagt sie dir etwas. Oder was passiert, wenn du jetzt mit dem Handy spielen willst oder mit dem Tablet oder irgendein Computerspiel. Du willst es mal so richtig lange spielen und die Mama sagt, jetzt tu mal ausschalten und spiel mal was oder geh mal raus oder beweg dich einfach. Vielleicht hast du dich auch schon mal darüber geärgert. Du würdest mal so richtig den ganzen Nachmittag mal spielen. Aber deine Mama weiß, wenn man lange so verkrampft sitzt, ne, dass es dann sein kann, dass der Körper dann irgendwie so weh tut und der Rücken tut dann weh. Oder wenn man dann mit dem Handy so spielt und dann immer so nach unten guckt, der Kopf, der ist ja schwer. Und der Hals und der Nacken, der muss den Kopf hier halten. Und wenn du jetzt die ganze Zeit so runter guckst, dann tut dir irgendwann der ganze Nacken weh. Und das weiß deine Mama. Und deshalb sagt sie, nee, nicht so lange spielen. Seht ihr immer wieder, wenn ihr mal Dinge nicht versteht, warum Mama jetzt verbieten tut, denkt immer dran, Mama hat immer eine Absicht. Mama sieht eine Gefahr und deshalb sagt sie das. So wie die Mama von Mose, die hat auch etwas gemacht, wo ein bisschen unverständlich ist, wie sie jetzt das an den Fluss und das Kind da ganz alleine lassen kann. Aber das war gut so. Denn die Tochter von Pharao, die ist dann an den Fluss gegangen, wollte baden und hat den Mose gefunden. Und dann ist es so gekommen, dass die Mama von Mose wieder den Mose bekommen hat und sie durfte ihn behalten, so lange bis er größer geworden ist. Und als er dann größer geworden ist, dann hat Mama ihn zu der Tochter von Pharao gebracht und Mose hat dann dort bei der Tochter ihn einem tollen Palast mit Sicherheit gewohnt.
Interessant ist, dass Mose den Gott Israels niemals vergessen hat. Und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass die Mama von Mose ihm ganz viel von Gott erzählt hat. Immer wieder hat sie die Geschichten erzählt von Abraham, von wie die Welt entstanden ist. Und dann hat Mose diese Geschichten so gut gewusst, dass er sie fürs ganze Leben behalten hat. Schau mal, wenn deine Mama dir Geschichten aus der Bibel erzählt, dann ist das manchmal langweilig, weil die Geschichten kennst du schon und Mama erzählt wieder die gleiche Geschichte und die kennst du doch schon alle. Aber deine Mama möchte, dass du die Geschichten so gut kennst, dass du die dein ganzes Leben nicht vergisst. Das ist die Absicht von Mama. Und deshalb, wenn deine Mama dir was von der Bibel erzählt, dann hör gut zu. Das ist gut für dich, das ist gut für dein ganzes Leben. Guck mal, bei Mose war das auch gut gewesen. Und wer weiß, vielleicht kommt auch eine Zeit auch bei dir, dass du vielleicht ein bisschen weg musst von der Familie, vielleicht irgendwo alleine leben musst. Und dann ist das gut, wenn du diese Geschichten alle auswendig weißt. Darum hör gut zu, wenn die Mama dir von der Bibel was erzählt. Jetzt möchte ich euch von der Mama von Samuel erzählen. Die Mama hieß Hannah und sie hat sich so gern ein Kind gewünscht. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Sie hat kein Kind bekommen. Und dann hat Hannah angefangen zu beten und hat Gott gesagt, also wenn du mir ein Kind schenkst, dann will ich, dass mein Kind das ganze Leben dir dienen tut. Und das hat Gott erhört. Und Hannah hat dann ein Baby bekommen und das hat sie dann Samuel genannt. Und Samuel ist dann zu Hause aufgewachsen, wo er dann auch größer geworden ist. Dann hat die Hannah, also die Mama von Samuel, ihr Versprechen gehalten und hat Samuel in den Tempel gebracht. Früher gab es diesen großen, tollen Tempel in Jerusalem und dorthin hat die Mama Samuel gebracht und der Samuel ist dort geblieben. Der hat dort gewohnt, der hat dort geschlafen, der hat dort gearbeitet und hat dem Priester Eli dort geholfen. Wenn du eine Mama hast, die wo Gott lieb hat und Gott dient, dann hat sie für dich gebetet, bevor du auf die Welt gekommen bist. Sie hat noch gar nicht gewusst, wie du aussiehst, aber sie hat schon für dich gebetet. Und das Ziel von der Mama oder der Wunsch von deiner Mama, der ist, dass du auch Gott dienen tust. So wie es Samuel gemacht hat, er hat auch Gott gedient. So möchte auch deine Mama, dass du Gott dienst. Früher war das anders. Samuel war dort in dem Tempel, der hat dort gewohnt und dort auch gearbeitet für Gott. Heute ist es etwas anders. Wenn du heute zugibst, dass du gesündigt hast, dass du böse Sachen gemacht hast, dass du nicht immer ehrlich warst, dass du mal gelogen hast, dass du mal gestohlen hast, dass du mal nicht gehorcht hast. Das sind alle so Dinge, die mag Jesus nicht. Und wenn du das Jesus zugibst und sagst ihm und ihm bittest, dass er dir diese ganzen bösen Sachen, die du gemacht hast, dass er dir sie vergibt, dann tut er das ganze Herz sauber machen. Es wird rein, das ganze Böse geht weg. Und dann bist du ein Kind Gottes und dann dienst du Jesus. Dienst du Gott, so wie es damals Samuel gemacht hat, bloß damals war es anders. Heute kannst du Gott dienen, wenn dein Herz rein ist von dem ganzen Bösen. Und genau das möchte deine Mama, dass du Gott dienst, dass du ihm dein Herz schenkst und dass du dein ganzes Leben lang Gott dienen tust. Nun, die Mama und der Papa auch von Samuel, die haben
weit weg gewohnt von Jerusalem. Und Samuel war die ganze Zeit in Jerusalem alleine gewesen. Und einmal im Jahr, da ist die Mama und der Papa, die sind dann nach Jerusalem gekommen, zu dem Tempel und haben dort geopfert. Und dort haben die auch Samuel gesehen. Also einmal im Jahr haben sie sich immer wieder getroffen. Und die Mama von Samuel, die hat jedes Mal, wenn sie dann nach Jerusalem gekommen ist, dann hat sie ihm ein Kleid mitgebracht. Das heißt, der Samuel ist ja gewachsen, so wie du auch. Ne? Du warst ja mal ein bisschen kleiner, jetzt bist du größer. In einem Jahr wirst du noch größer. Und dann ist das so, dass man ja auch die entsprechende Kleidung braucht. Ne? Die Hosen werden kürzer. Früher hat man so ganz lange Kleider getragen. Und dann sind die irgendwann zu kurz geworden. Und die Mama hat dann von Samuel immer wieder ein neues, ein längeres Kleid gebracht. Schaut mal, deine Mama, die kümmert sich doch auch um deine Kleidung, gell? Du wächst ja und die Hosen werden kürzer. Vielleicht werden deine Hemden kürzer oder deine Blusen, deine Schuhe werden zu klein, deine Jacke wird zu klein und deine Mama guckt immer, dass du die richtige Kleidung hast. Die kümmert sich immer um dich. So wie die Mama von Samuel, so kümmert sich auch deine Mama immer wieder um deine Kleidung. Und jetzt will ich euch von der Mama erzählen, wo ich den Namen eigentlich gar nicht kenne. In der Bibel steht, dass es eine kanaanäische Frau ist. Und zwar ist das eine Frau, die wo in Kanaan geboren ist. Also bei uns würde man jetzt sagen, das ist eine deutsche Frau, weil sie in Deutschland geboren ist. Und das war eine kanaanäische Frau. Und diese Frau, die hatte eine Tochter. Also war die Frau auch eine Mama, weil sie ja eine Tochter hat. Und diese Tochter, die ist ganz schlimm von so einem Dämon geplagt gewesen, vom Teufel war sie geplagt. Und die Mama von der Tochter ist dann zu Jesus gekommen und hat ihn gebeten, dass Jesus doch ihre Tochter befreien möchte von diesem Teufel, von diesem Dämon. Die hatten gebeten, dass es ihrer Tochter doch wieder gut geht. Und wenn du eine Mama hast, die Gott dient, und sie sieht, dass du nicht Gott dienen tust, dann betet sie für dich. Die tut immer wieder dich vor Jesus bringen. Sie tut immer wieder Jesus bitten, dass er dir hilft, dass du erkennst, dass du ein böses Herz hast, dass du Schlechtes gemacht hast. Und sie möchte, dass es dir gut geht. Und darum bittet sie Jesus immer wieder für dich. Das darfst du nie vergessen. Auch wenn du auch größer geworden bist und Gott immer noch nicht dienst, vergiss nicht, deine Mama, die betet immer wieder und bittet Jesus, dass er dir hilft, dass du erkennst, dass du ein sündiger Mensch bist. Und jetzt möchte ich euch von der Mama erzählen, von Jesus. Ihr wisst ja bestimmt alle, wie sie heißt. Maria. Sie heißt Maria. Und die Mama von Jesus, das war die einzigste Person, die wo Jesus von der Geburt an bis zu seinem Tod begleitet hat. Als Jesus Kind war, dann hat er ja zu Hause gewohnt, da war die Mama da. Später, wo er dann angefangen hat, von einem Dorf ins andere oder von einer Stadt in die andere zu laufen und den Menschen von Gott erzählen und zu predigen, dann lesen wir, dass die Mama ihn auch aufgesucht hat. Die hat immer geguckt, wo er ist, und wenn er dann in der Nähe war und es ihr möglich war, dann hat sie ihn auch besucht und geguckt, wie es ihm geht. Und als Jesus dann gekreuzigt wurde und geschlagen und am Ende dann an dem Kreuz hing, dann war die Mama auch dabei. Sie stand unten am Kreuz und hat das alles gesehen. Sie war bis zu seinem Tod dabei.
Nun, du musst dir eins merken. Egal, was dir im Leben passiert und wie es dir manchmal geht, wo du auch hingeraten tust, deine Mama, die ist immer bei dir. Sie verlässt dich nicht. Auch wenn du vielleicht weiters weg bist, deine Mama denkt immer wieder an dich. Sie betet für dich und sie ist immer da. Das darfst du nie vergessen. So wie die Mama von Jesus hat uns das ganze Leben begleitet, genauso ist auch es bei deiner Mama. Und weil unsere Mama, also deine Mama und meine Mama, so viel für uns machen und immer da sind für uns, darum ist es schön, dass wir Muttertag feiern, gell? Das ist schön, dass wir der Mama Dankeschön sagen, ganz besonders heute an diesem Tag. Jetzt möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. Und zwar geht es hier um einen Jungen und der Junge heißt Billy. Billy hatte zwei Brüder, die waren jünger wie er, so ein Zwillinge. Und der eine heißt Robin und der andere Harry. Und dann hat Billy noch eine Schwester, das ist die Katie, sie ist älter wie er. Und die hatten gestern Muttertag gefeiert. Das war so ein schöner Tag. Die haben gemeinsam ein Geschenk für die Mama vorbereitet. Und dann haben sie es der Mama übergeben und die Mama hat sich so gefreut. Und die haben versucht, den ganzen Tag der Mama viel Gutes zu machen. Ihr zu helfen, ihr zu gehorchen, ihr immer wieder was Gutes sagen und sie mal umarmen. Und die Mama war gestern so glücklich gewesen. Das war so ein schöner Tag gewesen. Und jetzt, ein Tag nach Muttertag, ist irgendwie alles beim Alten. Er, also Billy, der ist zu spät aufgestanden, dann ist er zu spät zum Frühstück gekommen. Seine Mama hat es nicht so gefallen. Dann ist er losgelaufen, hat auf dem Schulweg getrödelt. Dann ist er zu spät in die Schule gekommen. Dann ist er nach Hause gekommen, der hat die Post nicht reingetragen, das ist eigentlich seine Aufgabe, aber das hat er irgendwie nicht gemacht, das wollte er nicht. Und der hat es sogar geschafft, seine Brüder, die Zwillinge, zu ärgern. Ein Tag nach Muttertag irgendwie alles beim Alten. Und dann hat er sich überlegt, wenn jemand ihn jetzt beobachtet, merkt er, dass jetzt Billy seine Mama so gern hat, merkt man das? Er gehorcht nicht, er tut nicht die Aufgaben, die wo Mama sagt. Und dann hat er gesagt, nee. Also derjenige, der wo ihn beobachtet, der merkt es nicht, dass er Mama so mag. Dann ist er in sein Zimmer gegangen, hat die Tür zugemacht und hat gebetet. Und hat den Herrn Jesus gebeten, dass er ihm hilft, dass er der Mama heute genauso viel Gutes tut wie gestern am Muttertag. Dass seine Mama sich genauso freut heute, so wie gestern am Muttertag. Dann ist er rausgekommen und hat dann geguckt. Die Zwillinge, die haben angefangen, sich zu schubsen und Quatsch zu machen. Die Katie, die saß in der Ecke und hat ein Buch gelesen und die Mama, die war ganz hinten im Zimmer und hat genäht. Dann hat er überlegt, was soll er jetzt machen? Und dann hat er eine Idee gehabt. Er ist dann zu den Zwillingen gegangen und hat zum Robin gesagt, du Robin, wie sehr liebst du die Mama? Hä? Der Robin hat geguckt, wie soll ich dir das sagen? Wie soll ich das messen? Das geht doch gar nicht. Wie soll ich dir jetzt sagen, wie sehr ich Mama mag? Sagt er doch, das geht. Also ich mag meine Mama in ganzen Eimer voll. Und dann ist er gegangen, hat den Mülleimer genommen und ist rausgegangen, den Mülleimer leeren. Die Zwillinge haben sich angeguckt und gesagt, ach so meint er das. Dann hat der Robin gesagt, ich liebe meine Mama
einen ganzen Kasten voll. Da ist er gegangen, die Post zu holen vom Briefkasten. Und der Harry stand dann da und hat überlegt, hat dann gesagt, also ich mag meine Mama eine ganze Spülmaschine voll. Ist er gegangen und hat angefangen, die Spülmaschine auszuräumen. Und die Katie, die saß da in der Ecke und hat die Jungs beobachtet, was die so machen. Und dann hat sie gewartet, bis der Billy und der Robin reingekommen sind. Dann ist sie zu ihnen hin und hat gesagt, Jungs, passt mal auf. Wenn wir uns jetzt beeilen, dann können wir die Mama ein ganzes Zimmer verlieben. Und dann hat Katie angefangen zu gucken, was sie machen kann in der Küche. Und dann hat sie gesagt, ich mache den Backofen sauber. Und der Harry war gerade dran, die Spülmaschine sauber zu machen. Und der Billy und der Robin, die haben dann angefangen, die Arbeitsplatte sauber zu machen. Alles, was rumstand, alles mal weg und die Stühle zurechtgerückt, dass alles ordentlich aussieht. Und die haben alle ganz fleißig gearbeitet. Und wo sie dann alles fertig gemacht haben, haben sie gehört, die schnellen Schritte von der Mama im Flur. Und dann waren die ganz gespannt, oh, was wird Mama jetzt machen? Und die Mama ist gekommen und dann hat sie geguckt und geguckt. Oh, es war ja alles sauber. Und dann hat sie noch gesehen, diese strahlenden Gesichter von ihren Kindern, dass sie sich so gefreut haben, dass sie der Mama so eine Freude gemacht haben. Und auch mit diesem Zimmer, mit diesem Sauberen haben sie auch gezeigt, wie gern sie Mama haben. Und die Mama hat sich so gefreut und hat jedem einen Kuss gegeben und hat gesagt, es gibt im ganzen Land keine Mama, die solche Kinder hat, wie ich habe. Und da hat sie sich so gefreut. Später ist dann der Billy zum Robin wieder hin und hat gesagt, verstehst du jetzt, wie man zeigen kann, dass man die Mama lieb hat? Und dann hat er gesagt, weißt du was, wir wollen jetzt versuchen, jeden Tag zu einem Muttertag zu machen. Jeden Tag versuchen, der Mama zu zeigen, wie lieb ich sie habe. Und das wünsche ich euch, Kinder, dass ihr jeden Tag der Mama zeigt, dass ihr sie gern habt, indem ihr ihr Gehorchen tut, indem ihr vielleicht sie in ganzen Eimer verliebt, einfach den Mülleimer rausträgt, oder eine ganze Spülmaschine verliebt oder vielleicht ein ganzes Zimmer verliebt. Das zeigt ihr dann eurer Mama, dass ihr sie gern habt. Und das ist dann wie Muttertag und das ist schön. Und ich bin mir überzeugt, eure Mama, die wird sich ganz toll freuen. Ganz sicher. Und ich bin mir sicher, wenn ihr dieses machen werdet, eurer Mama immer wieder eine Freude machen werdet, dann werdet ihr zu Hause ein ganz schönes Familienleben haben. Das wird immer schön sein. Ihr werdet immer euch freuen, immer einander Gutes tun. Und eure Mama, die wird immer ganz stolz auf euch sein. Und wisst ihr, manchmal klappt das nicht so mit diesem Spülmaschine ausräumen, Mülleimer wegtragen, das ganze Zimmer sauber zu machen, das ist manchmal anstrengend, das weiß ich. Man möchte doch gerne vielleicht spielen gehen oder rausgehen und jetzt dieses zu machen. Aber wir wollen jetzt beten und Jesus bitten, dass er uns dabei hilft. Dass er uns hilft, uns die Kraft gibt, die Freudigkeit gibt und die richtigen Gedanken gibt, dass wir der Mama jeden Tag zeigen können, dass wir sie gern haben. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen jetzt die Hände falten, die Augen schließen und wollen Jesus bitten, dass er uns dabei hilft. Allmächtiger Gott, ich bin dir so dankbar, dass wir dich haben, dass du alles so wunderbar eingerichtet hast, Herr. Hab nochmals Dank. Für die Mütter, die du uns gegeben hast, hab Dank auch für die Mütter, die wir in der Bibel auch lesen und die Vorbilder, Herr. Ich danke dir, dass du auch dadurch uns immer wieder zeigen tust, wie wir Kinder uns verhalten sollen und wie
wir Erwachsene sein sollen. Herr, ich danke dir, dass du uns auch so vieles schenken tust. Hab Dank auch für die Gedanken, die wir jetzt gehört haben. Und Herr, du siehst das auch. Wir möchten, dass unsere Mamas doch es gut geht und dass sie sich an uns freuen, Herr. Und du siehst, dass es manchmal nicht einfach ist, es so zu tun. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, gib auch uns die Kraft und den Mut und diese Freudigkeit, doch Gutes zu tun, auch unseren Mamas besonders zeigen, wie gern wir sie haben, indem wir doch Gutes tun, indem wir sie ihr doch immer wieder helfen, Herr, und gibt auch da uns das Gelingen und hilft auch einem jeden Kind, auch dieses im Alltag auch zu erfüllen, auch wenn es manchmal nicht einfach ist, Herr, aber wir wissen, dass du da bist, dass du hilfst und dass du uns auch die Kraft gibst, dieses auch zu tun. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dir alles sagen dürfen und wissen dürfen, dass du da bist. Hab Dank für diesen Tag, Herr. Amen. Da wir heute Muttertag haben und diesen besonderen Tag haben, darum habe ich heute meine Kinder mitgebracht und wir werden zusammen das Lied Mama ist das erste Wort singen. Der Text wird dann wieder eingeblendet und ihr könnt dann kräftig mitsingen. Jetzt ist die Sonntagsschule zu Ende. Ich wünsche euch alle noch einen ganz schönen Muttertag und vergisst nicht, immer jeden Tag der Mama etwas Gutes tun. Jeden Tag ihr zu zeigen, dass du sie ganz doll magst. Tschüss und so Gott will, bis zum nächsten Mal.